Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Immortals Phoenix Rising. Dann wollen wir mal weitermachen. Nö. Oh. Muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich hab ja mit Viereck sprinten. Na da. Ach ja, da vorne, ne? Geh ich mal von aus. Weil es ein Gegner. Eure Welt hat meine Affektion nicht verdient. Doch, ja. Ich bin großzügig. Na dann. Wenn du meinst. Ist da noch was? Naja. Finden wir gleich raus. Oh! Ja, okay. Hab ich nicht gesehen. Entschuldigung. Ja. Dann ebenso. Ich höre schon wieder was. Au! Lyra? Aha. Die muss ich erst ausmachen, bis ich da was runterschmeißen kann, ne? Sei denn, die sind so stabil, dass... Also die Sachen, die ich da runterschmeiße, dass das nichts ausmacht. Ich werde wahrscheinlich danach trotzdem was anderes gebrauchen. Weil es wahrscheinlich nur das aufmachen wird und wenn ich das wegnehme. Aber das nur ist gar nicht mal so übel, wenn ich hier noch was hinkriege. Was halt leichter ist, ne? Schade. Schade, schade. Muss doch irgendwo noch was sein. Entschuldigung. Ich hatte die Taste eigentlich schon wieder losgelassen, aber interessiert Phoenix halt nicht. So geguckt, hab die Taste wieder losgelassen, hab dann X gedrückt, aber es war anscheinend doch zu schnell. Ach, hier oben ist noch einer. Hä, wie lame. Den anderen ja gar nicht befreien. Ja doch, weil ich den ja hier nicht rauskriege, ne? Den hier. Oh, warte mal, den hätte ich... Ja. Intelligent. Intelligent wie E und E. Ne, warte mal, das bringt mir ja auch nichts, oder? Ne, das bringt mir auch nichts. Okay.
Aber wir haben schon mal einen da unten. Oder ich denke mal wieder zu kompliziert. Entschuldigung, wenn das der Fall ist. Passiert öfter mal. Haben wir noch ein kleines Steinchen irgendwo rumliegen? Muss doch irgendwo. Hier muss doch irgendwo noch so ein kleines Steinchen rumliegen. Hey du, hast du ein kleines Steinchen gesehen? Muss nicht groß sein. Kann auch ein kleines Steinchen sein. So ein mickriges. Okay, dann nicht. Frag ich halt den nächsten. Doch vorher nehme ich noch die Dings mit. Wir haben ja Zeit. Nehmen wir den Baum. Oh! Wie convenient. Ich hoffe doch, dass das ausreicht. Bloß nicht in Dings fallen, weil sonst zerfällt das Teil zu Kohle. Oder, naja, nicht mal mehr zu Kohle, sondern nur zu Partikeln. So. Ja, das war ein sehr intelligenter Wurf. Chapeau an mich selbst, das war brillant. War gleich wieder zu Kleinholz verarbeitet. Das Scheißteil. Na gut. Aber nach links können wir gucken. Nichts drinne? Schade. Während ich hier nach Stein suche. Oder warte mal. Ich hab noch eine andere Idee. Wenn ich da hochgeschmissen werden will, dann müssen wir es halt anders machen. Also einmal springen können wir ja. Ups. So. Ach komm, ernsthaft? Ich fühle mich ein klein wenig veräppelt. Ja, irgendwie schon. Eben bin ich noch hochgekommen. Ja! Phoenix, du bist immer noch eine Idiotin, aber keine ganz so große Idiotin mehr. Oh, warte mal, die schiebe ich besser raus. Flup! Nummer 2. Ich den aber... Ups, da liegt zwar schon so convenient, aber... Ich hätte ihn doch lieber da. Ja, nee, das ist schon in Ordnung so. Gut, dann... Ups, aber bitte gerade. Damit ich dich schön schieben kann und du da... runterfällst. Schön. Oh, den nehmen wir auch noch mit. Habe ich nicht gesehen, aber... Ja, doch, ganz gut. Mhm. Links, rechts, ne? Okay, links, rechts, wo ist die Harfe, die große? Links, rechts, links,
rechts, links, rechts, links, rechts. Ich spiele das gerade mit den Fingern noch, als würde ich Klavier spielen. Links, rechts. Links, rechts, links, rechts. Na komm. So. Ich hoffe, ich stehe richtig. Singe mir, o Muse. Ach, komm mal, die Klappe! Der weithin für die Erfindung sich rühmt. Ja, ist in Ordnung. Könntest du mal bitte die Schnauze halten, damit ich hier endlich anfangen kann? Mann, ich muss mich konzentrieren. Gewähre mir wohl. Prometheus! Halt die Schnauze! Einiges für mich entworfen. Aber auf den Massagethron warte ich immer ja, noch. Ja, Zeus. Mach dir eine. Links. Rechts. Links. Rechts. So. Heilige Güte, wie soll man sich das da merken? Wenn hier die ganze Zeit dazwischen labern. Wie so kleine Kinder. So, ich will die Scharensmünzen, damit wir gleich, wenn wir zurückgehen, nehmen wir neue Kapazitäten frei. Und damit das Spiel mir nicht dauernd auf den Sender geht, werde ich mal kurz dem nachgehen. Mal kurz hier hinreisen, damit wir Verbesserungen mitnehmen. Weil ich habe da schon lange auf die... Ja, lange Bank, oder wie sagt man dazu? Ich hab's lange verdrängt. Ich hab, ne, immer was anderes gemacht und, ja. Wollte es eigentlich schon die ganze Zeit immer gemacht haben, aber irgendwie... Nie zugekommen, immer nach hinten geschoben. Genau, nach hinten schieben nennt man das. Ja. Und deswegen... Bei lange Bank gibt es, glaube ich, auch, ne? Auf die lange Bank gesetzt. Glaube ich. Egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Ne? Deswegen machen wir das mal kurz. Binden wir das mal kurz mit ein, bevor ich da wieder, ne? Das so lange nach hinten drücke. Wieder vergesse. Dass wir wieder so viel gesammelt haben, dass wir tatsächlich was machen können. Und wir brauchen ja auch die Fähigkeiten. Ne? Ah ja, stimmt, der ist ja auch da. Ja, einmal hier hin. Würde ich mal sagen. Was haben wir denn eigentlich hier noch? Ja, nehmen wir. Nehmen wir die ganzen Kleinigkeiten mal mit. Ja, komm. Ne? Oh ja. Warum nicht? Vier gibt's wahrscheinlich nicht mehr, ne? Nee. Gut. Oder auch nicht. Das kann man dann wahrscheinlich nochmal verbessern, ne? Nee, warte mal. Dann haben wir nur... gerade das Gute ausgerüstet, hä? Ja, ist in Ordnung. Da steht ja nichts dazu. Also müssen wir wirklich nur die anderen Dinge noch, die hier noch grau hinterlegt sind. Ja, gut. Machen wir auch noch. Ne? Jupp. Hm? Hier, komm. Okay. Wie viele Dings haben wir gerade? 7, aber ich glaube, wir brauchen mehr, ne? Ja, wir brauchen 8. Genau einen. Genau, hier können wir noch was machen.
Da war was mit Dings, ne? Genau. Ja, oder Tränke. Komm mit 16, mit 14 Fallen eigentlich ganz gut klar. Tränke wären nochmal ganz gut, ne? Ja. So, wie sieht's hier aus? Wie viel brauche ich da? Oh ja. Können wir anscheinend schon wieder verbessern. Dann machen wir das mal. Ja, ich weiß. Gut. Hier können wir definitiv jetzt was machen, weil, Dings. Alleine hier schon die Tränke, ne? Ja, okay. Erhöht Betäubung auf 30. Oder... Okay. Oh, das wäre natürlich super, ne? Beides. Ich würde erstmal das hier nehmen. Mit den Geschossen. Wenn wir den Trank aktiviert haben, dass Geschosse reflektiert werden. Ne? Ja. Gut, dann, hier. Maximal, maximal, maximal und maximal und dann, ups. Ups. Ein Moment. Okay. Ja, dann können wir hier wieder zurück, ne? Würde ich auch gerne noch mitnehmen. Hier können wir nicht hin schnell reisen, aber hier können wir hin schnell hinreisen. Meine Güte, dann können wir das hier, glaube ich, auch gleich mitnehmen. Warte. Moment. Hier noch ein Marker hin. Hier nochmal schnell Marker hin und dann, ja. Nö? Na, ich meine, wir müssen das ja auch jetzt wieder sammeln. Haben wir gerade wieder was ausgegeben. Nein, ne? Brauchen wir wieder was. Ist gleich soweit. Okay. Ja, ich weiß. Ach komm. Naja. Wir brauchen ja die Müpsels, die sie geben. Ja. Kriegen wir ja größtenteils vom Gegner, ne? Muss ich ja auch los. Mensch. Geht doch. Okay, dann holen wir mal das Ambrosia, ja? Oder die beiden. Ah ja, hier sind ja auch noch Gegner.
wieder. Respawn, ja? Was eigentlich viel zu OP ist. Ich hoffe, dass wir ja jedes Mal auch Dings bekommen. Aufwerten. Ne? Ach, ich dachte, hier wäre nur einer. Nehme ich die mal gleich so mit. Ich meine, es ist nicht viel, was man da bekommt, ne? Aber wenn man die schon öfter besiegt, man wird in dem Spiel halt viel zu leicht OP. Finde ich. Aber naja, ich will mich nicht beschweren. Ich bin gern OP. Da vorne. Ja. Also langsam hier wieder den Dings aufwerten, ne? Bestand. So kommen wir dann auch leichter wieder hoch. Sparen wir uns das ganze Geklettere. Zumindest die Hälfte davon. So, dann nehmen wir noch den anderen mit. War denn der nochmal? Auch hier irgendwo. Hab ich nicht da auch ein Lipsel gesetzt? Oder taucht er noch auf meiner Minimap da oben? Mit meinem Kompass. Ich war mir sicher, dass ich den auch markiert hatte. Warte, ich guck mal auf der Karte. Doch, ich habe den markiert, der ist einfach nur noch nicht sichtbar. Okay. Ach doch, der ist nur hinter dem Game verschwunden. Das ist auch noch super, ne? Eins ist weiter entfernt, aber stülpt sich drüber. Setzt sich einfach davor. Vor dem anderen Marker. Obwohl der kleiner ist und, ne? Besser sichtbar wäre, wenn der davor sitzen würde. Vor allem, das ist ja auch mein eigener eingesetzter Marker. Aber nein, der andere muss davor sitzen. Nein, ich will schon dahin. Ach, da vorne. Ich wollte gerade sagen, wo ist es denn? Aber ja, ich sehe es. Ja. Ach, da unten. Nicht hier oben. Okay. Gut. Ja, ist auch sinnvoller, ne? Aquädukte. Ich frag mich nur, was ich hier machen soll. Als Phönix die uralte Schmiede des Hephaistos erkundete, ja, entdeckte sie ihre wichtigsten Bestandteile. Die Wasserräder. Mhm. Wozu braucht eine Schmiede Wasser? Zeus, ich bin im Zukunftsgeschäft. Von Schmieden habe ich keine Ahnung. Naja, Kühlung, ne? Muss ja immer noch Wasser zum Abkühlen.
Na, willst du nicht angreifen, Großer? Nö, er hat sich gerade gestreckt. Gut. Ergreife ich halt die Initiative. Aber wie süß, dass er sich gestreckt hat. Was soll ich jetzt hier machen? Mein Außergegner natürlich weg. Klatschen. Ah, da unten ist was. Okay. Okay, warte. Ich glaube, das geht nur so, ne? Ups. Machen wir es mal anders. Als die Blockade des ersten Wasserrads beseitigt war, erwachte es schlagartig zum Leben. Was, das war schon? Ich dachte, auf der anderen Seite war auch noch was. Okay. Gut, dann halt rüber. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Ich hab's gesehen. Sehr schön, aber wir werden nicht lange oben bleiben, weil ich die Sachen mitnehmen will. Vor allem das hier. Ja, das lohnt sich auch immer noch. So. Okay. Das sind Fackeln. Da drüben kann ich hin. Ja, ich weiß. Ich weiß. Hab ich schon gesehen. Ja, dann komm mal her. Ja, warte. Ups. Das Wasser sprudelte wie ein tosender Strom. Und Phoenix war der Befreiung der Schmiede aus Typhons Klauen einen Schritt näher. Ja. Phoenix ahnte nicht, dass das Schlimmste noch bevorstand. Oh, danke. Luftschächte frei. Wasser fließt, Öfen brennen. Dann ab ins Herz der Schmiede. Ich wollte eigentlich, dass du gerade fliegst mal wieder und du bist mal wieder zu dämlich dafür, ne? Kannst du einfach hier hoch? Alter, wie bescheuert bist du? Ich will, dass du hier hochgehst. Meine Güte. Ich will noch ein paar Gegner mitnehmen. Wie gesagt, wir müssen wieder ein bisschen was aufstocken. Yeah!
Wir brauchen das Zeug. Ja, ich bin ein bisschen voll geworden mit dem Klettern. Wenn ich solche Dinger hier sehe. Dann will ich die auch gleich benutzen. Ah, die Gegner nehme ich trotzdem mit. Ups. Ja, ich weiß. Komm her. Eins gegen eins. Läuft das super. Gehen wir nochmal eine Etage höher. Ich weiß, ich konnte auch die Schnellreise benutzen, aber ich wollte die Sachen halt mitnehmen. Also die Kämpfe, ne, und ja. Die damit verbundenen Ressourcen. Okay. Das auch nochmal mit. Moment. Wenn wir wieder brauen wollen, dann brauchen wir da ganz viel von. Noch ein Grund mehr, sich ein bisschen in der freien Wildbahn hier zu bewegen. Okay. Oh, wir sind auch schon in der Nähe. Sehr schön. Ach, wir sind schon da. Hallo. Ja. Nein, wirklich. Rätsel. Darauf wäre ich nie gekommen. Nein, war das ein schweres Rätsel. Können wir da was reinschmeißen, ha? Huh? Sowas wie, Kohle? Schmiede. Ja. Und das könnte ein Hammer sein. Hephaistos hat den mächtigsten Hammer, den es je gab. Mhm. Ja. Dazu sage ich jetzt mal nichts.
Nein! Das war ein bisschen zu hoch. Ich denke mal, was man alles in der Schmiede herstellt. Wahrscheinlich nicht die philosophischen Dinge. Sondern eher hier so die praktischen. Nein? Oh nein, ich brauche die Axt, die Harfe und den Hammer. Entschuldigung. Ich hätte mal drauf achten sollen. Nein! Ach Mensch. Ja. Intelligenz. At its best. Nein! Ich hoffe, das muss nicht auch noch in der richtigen Reihenfolge. Nein, muss es nicht. Okay. Warte. Ja. Und das? Ich denke, das ist die Schmiede. Ja. Und das passt zu der Statue draußen. Das scheinen doch Hinweise zu sein. Meinst du? Das ist bestimmt Hinweise darauf, dass wir gerade die Schmiede entfacht haben. Meine Güte. Oh, da ist er ja. Mein nächstes Werk wird Schnee sein. Aber eingesperrt. Oh, eine Schneekugel. Nicht Wetterkugeln. Nein, Schneekugel, bitte. Schneeblase. Oh. Nein, aber so ähnlich. Schneekugel. Bitte. Bitte nenn es Schneekugel. Hephaistos, du bist da. Es war, als würde die Schmiede mich rufen. Ich musste folgen. Wo wir davon sprechen. Ich habe Luftschächte freigelegt, Feuer entzündet, Wasserräder in Gang gesetzt und sogar seltsame Glyphen freigeschaltet, aber nichts ist passiert. Nun, ich habe mit meinen Händen gesprochen, wie man das so macht, und sie sagen, dass sie der Schlüssel sind. Sie müssen etwas berühren. Endlich was für mich. Zeus. Ei. Diese Stätte ist uralt. Du sollst die Schmiede ganz allein erbaut haben. Ich? Aber es ist so dreckig hier. Und die Beleuchtung. Ja. Der Amboss? Na komm. Du schaffst das. Halt, wir wissen nicht, was dann passiert. Naja, er wird zusammengefügt. Fleißig du bist. Eine Schande, deine Kraft so ans Mittelmaß zu verschwenden. Hinter dem entstellten Gott liegt eine Jauchetobe und vor ihm das reinigende Feuer der Schmiede. Wende dich ab, lass ihn in den Flammen verbrennen. Potenzial wird von deiner Dummheit übertroffen. Schade, dann muss ich wohl für Gleichgewicht sorgen. Nö. Oh, das war ein bisschen zu cool. Naja, egal. Besiegt habe ich ihn trotzdem. Ist ja nicht so, als hätten wir gerade so ein bisschen, ne? Hephaistos, komm raus! Was fürs Leveln ausgegeben? Nur mal so zufällig. Ach,
Dir geht's gut. Ja. Was ist das? Dieser Schmerz in diesen Zeichen? Traum? Leid? Wahre Kunst. Du wolltest uns wahrscheinlich eine Nachricht hinterlassen. Ich? Wie eklektisch von mir. Dein vergangenes Ich hinterließ wohl Hinweise, damit du dich erinnerst. Etwas, das Typhon nicht erkennt. Kannst du irgendwas davon lesen? Da fehlt etwas. Hephaistos, du Genie! Ja, da fehlt ein Teil. Wo habe ich das nochmal? Das ist nicht deine Unterschrift, Hephaistos, sondern der Rest des Rätsels. Hammer, Schmiedefeuer, Statue und die Büchse. Ah ja. Weißt du vielleicht, was das hier ist? Natürlich wusste er es nicht. Aber was sie dort vor sich sahen, war die Büchse der Pandora. Ja. Fängst du schon wieder damit an? Du hast den Sterblichen das Feuer gebracht. Dafür wurdest du an den Felsen gekettet. Ihre gerechte Strafe war die Büchse. Also zwingst du deinen Sohn Hephaistos, ein Gefäß zu schmieden, das jedes Übel der Welt auf sie loslassen kann? Ist das etwa gerecht? Hephaistos ist dem gern gefolgt. Er wusste, was er tat. Er tat, was ihm befohlen wurde, nachdem du ihn sein Leben lang gequält hattest. Sprich nicht über meinen Sohn! Pandora handelte mit unschuldiger Neugier, als sie die Büchse öffnete. Du mit böser Verachtung. Ich warnte sie und sieh, was geschah. Die Sterblichen zerfleischten und schändeten ihre Welt und einander. Die Warnung war wohl nicht genug. Nun ist es vorbei. Sie sind Stein. Und die Büchse der Pandora war der Anfang vom Ende. Also, zuerst brauchen wir einen Hammer. Hab ich. Woher hast du... Vergiss es. Ich glaube, dein vergangenes Ich will, dass wir den Hammer mit der Macht des Schmiedefeuers aufladen und dann hier durchbrechen. Das passt zu mir. Lese ich das richtig, ist deine Essenz darunter. Aber da ist noch mehr. Ich habe dir gesagt, was das ist. Eine Büchse? Nein, also ja. Aber außerdem befand sich darin einmal jede vorstellbare Art des Leids. Genug Leid, um die Welt zu füllen. Und du hast gelitten, Hephaistos. Sehr. Aus dem Olymp verbannt. Verstoßen. Allein. Egal wie großzügig du warst, wie schwer du gearbeitet hast. Jeder Gott lehnte dich ab. Nur weil du anders warst. Diese Büchse ist der letzte Hinweis. Ich glaube, dass Typhon dein Leid gestohlen hat. Und damit auch deine Erinnerung. Um also meine Erinnerungen und mein Talent zurückzubekommen. Musst du den Schmerz fühlen, der weggeschlossen wurde? Mach! Ich dachte, er soll das machen. Und nicht wir. Oh, okay. Da, wir müssen hier. Anscheinend nicht. Als sich Phoenix der Schmiede näherte, glaubte sie, nicht allein zu sein. Oh. Schon wieder?
Ja. Stimmt, da war ja was. Wir müssen ja auch noch was für Ares machen, ne? Und das war der Dings, Nachdem die stolzen Spartoi besiegt waren, konnte sich Phoenix daran machen, die Rüstung zu reparieren. Haben wir das nämlich auch schon. Oh, warte mal, ich habe gerade auf die Zeit geguckt. Beziehungsweise auf die Uhr. Ui. Die Rüstung strahlte. Nicht sehr kleidsam, aber es wird gehen. Ja, doch. So, speichern können wir ja trotzdem schon mal. Ja doch, das müsste eigentlich reichen, von der Zeit her. Aber ich gucke trotzdem nochmal. Ja, das reicht. Wir sehen es dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.